Ja, hallo liebe Freunde meines Kanals und willkommen hier bei No Man's Sky. No Man's Sky, ein Spiel, das derzeit in aller Munde ist, aber auch ein Spiel, das derzeit sehr heftig kritisiert wird. Ich hatte auf Facebook dazu schon ein bisschen meine Meinung kundgetan, aber ich möchte das Ganze jetzt nochmal hier in einem Video noch ein bisschen präziser gestalten, noch ein bisschen mehr auf das eingehen, was ich von dem Spiel denke, was ich von dem Spiel halte und wie ich finde, dass No Man's Sky derzeit sehr oft falsch behandelt wird. Wenn ich Kritik zu No Man's Sky lese, dann vor allem aus einem Grund, und zwar ist es diese, ich nenne sie mal ganz typisch, diese übersteigerte Erwartungshaltung, die sich aus dem Vor-Release-Hype des Spiels ergeben hat. Und zwar, No Man's Sky ist ja 2014 auf der Gamescom vorgestellt worden und was man da von dem Spiel gesehen hat, war eigentlich, eigentlich war es nicht mehr als ein Planet, den man gesehen hat, ein Planet wie hier und ja, ein Raumschiff, das phasenlos in den Weltraum durchgestartet ist. Und ich bin der Meinung, genau das ist doch immer noch das, was No Man's Sky heute ist. Aber natürlich in der ganzen Zeit, die dieses Spiel mittlerweile nun schon erwartet wurde, haben sich halt bei vielen Spielern wieder Gedanken geregt und es sind auch Wünsche entstanden. Wünsche, wie dieses Spiel gerne zu sein hätte. Und wie nicht selten erschafft man damit ein Monster, nämlich ein Monster, das diesen Erwartungsdruck nicht standhalten kann. Und das passiert gerade bei No Man's Sky, denn eigentlich ist dieses Spiel ziemlich cool und für das, was es sein will, auch richtig toll. Aber das deckt sich ja nicht unbedingt mit dem, was die Erwartung an das Spiel ausgemacht hat. Ich glaube, für einige war No Man's Sky so eine Mischung aus Minecraft, Skyrim und Elite Dangerous. Und jetzt sehen sie das Spiel und sehen, okay, das ist irgendwie recht langatmig. Es ist nicht durchweg spannend. Man kann zwar viele tolle Sachen machen, aber irgendwie ist jetzt auch nicht alles so mega cool. Naja, willkommen in der Welt von No Man's Sky. Denn No Man's Sky ist für mich eine Weltraumsimulation, eine Lebenssimulation im Weltraum. So, und ich will jetzt eigentlich ganz gerne da oben diesen Stern bereisen und wundere mich gerade, warum ich da nicht hinkomme. Da, auf diesen Stern möchte ich. Genau, da möchte ich hin. Drei Planeten, ein Mond. Genau. Da soll es jetzt hingehen. Und willkommen im Hyperraum. Eine extrem coolen Sache hier in No Man's Sky. No Man's Sky ist für mich eine Lebenssimulation im Weltraum. Wir sind ein unbekannter Held. Wobei, wir sind ja nicht mal ein Held, denn wir vollbringen keine Heldentaten. Wir folgen mysteriösen Signalen, sind Entdecker und Händler und machen eigentlich nichts anderes, als mit unserem kleinen Raumschiff von Planet zu fliegen, dort Ressourcen zu sammeln, diese zu verkaufen, Pläne zu finden, neue Technologien in unserem Schiff und in unserem Anzug zu installieren und uns dabei immer tiefer in dieses Spiel hineinzubegeben. Und ungelogen, dabei können schon wirklich mal Stunden ins Land ziehen. So, wir sind jetzt hier in einer Galaxie oder in einem Teil der Galaxie, den ich offensichtlich schon entdeckt habe. Das macht aber nichts, denn dieser große Planet, da war ich noch nicht drauf und der sieht der Erde sehr ähnlich, deswegen ist der sehr, sehr schön für dieses Video. Wenn ich jetzt aber Testberichte zu No Man's Sky lese, dann lese ich ja sehr oft verschenktes Potenzial, enttäuschte Erwartungen. Und ich finde, das wird dem Spiel nicht gerecht. Natürlich hoffen wir alle immer auf den Messias. Jedes neue Spiel, was irgendwo erscheint, soll ja das Spiel aller Spiele werden. Und natürlich war auch No Man's Sky irgendwie für viele so ein Hoffnungsträger. Naja, und nun ist es leider nicht so gekommen. Nun ist leider No Man's Sky hat sich doch wieder entpuppt als etwas, was nicht alle begeistert. Das verstehe ich auch. Man muss sehr viel Zeit mitbringen. No Man's Sky ist ein Spiel, das unglaublich viel Zeit und Liebe benötigt. Die Liebe
zu dieser Art von Spiel und die Zeit. Man braucht locker 10, 12 Stunden, ehe man hier richtig drin ist. Und das sage ich als jemand, der noch keine 10, 12 Stunden gespielt hat. Nämlich als jemand, der gerade mal 7 Stunden gespielt hat. Und einigermaßen langsam der Meinung ist, hier angekommen zu sein. Aber es gibt doch so viel zu entdecken, noch so viel zu sehen, aber das Ganze wird einem halt auch nicht vor die Füße geworfen. Ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass einige echt gedacht haben, dass man hier unglaublich viele Missionen bekommt. Oh, doch, dieser Planet ist doch nicht so wie die Erde. Dann war das eher der Mond gewesen, der so wie die Erde war. Den man übrigens von hier aus sehen kann, weil ich es sehr, sehr schön finde. Und auch die Tatsache, dass wir hier so einfach drauf landen konnten. Und ich finde das toll. Ich kann mich hier drin wirklich sehr zurechtfinden. Ich kann mich hier abends hinsetzen, um wirklich Stunden damit zu bringen, die Planeten abzulaufen, die einzelnen, diese einzelnen Sightseeing-Punkte auf den Planeten abzuarbeiten. Ich habe sogar schon diese Atlas-Questline so ein bisschen angefangen, die man hier so im Hintergrund machen kann. Ist ja jetzt nicht so, naja, nicht so fordernd. Und ich finde es einfach toll, diese Lebensformen zu entdecken, herauszufinden, warum da hinten so ein Stein rumschwebt. Dann fliegen hier ein paar Raumschiffe vorbei. Das hat so was Lebendiges. Man hat nie das Gefühl, alleine zu sein, obwohl man eigentlich alleine ist. Im Weltall hört uns niemand schreien. Das ist eigentlich so ein Motto, das passt auch sehr gut zu No Man's Sky. Wir sind hier die ganze Zeit nur alleine. Wir treffen auf Aliens, deren Sprache wir nicht verstehen. Aber wir schaffen es trotzdem, uns zurechtzufinden. Also, oh, da vorne ist ein Wissensstein. Und dann finden wir hier so einen Wissensstein. Wir hätten gar nicht damit gerechnet, ihn hier zu finden. Aber das Ganze hat natürlich nur eine sehr dürftige Spannung. Und damit muss man klarkommen. Wir haben jetzt das Vykeen-Wort für Krieger gelernt. Das ist ganz gut. Ob wir das irgendwann mal brauchen, weiß ich nicht. Aber da hinten haben wir auch zumindest so eine kleine Basis, die wir jetzt auch noch erkunden können. Und bevor ich jetzt hier in den Let's Play Modus verfalle, will ich euch eigentlich nur mal erklären, was dieses Video hier soll. Ich will euch hier nicht No Man's Sky vorstellen. Also ich will euch jetzt hier nicht das Spiel vorstellen, weil es gibt unglaublich viele Let's Plays schon zu No Man's Sky. Könnt ihr mal vorbeischauen bei Zombay, bei Gronk, die machen das bestimmt super, super gut. Ich finde, No Man's Sky ist sehr schwer zu Let's Playen. Das merkt man auch daran, dass die View-Zahlen bei vielen nicht ganz so hoch sind. Ich glaube, das liegt, glaube ich, wirklich ganz einfach daran, dass No Man's Sky eher so langatmig ist. Wir erleben hier nicht ständig irgendwas Spannendes. Die Story ist nicht wie bei The Witcher ständig spannend und immer wieder mit tollen Kniffen vorantreiben. Oder wie, es ist nicht wie bei Skyrim, wo hinter jeder Ecke irgendein NPC auftauchen kann, der uns eine Quest aufgibt. Und wir haben ja auch nicht diese Dauer-Action wie bei Call of Duty. Nein, wir leben hier einfach. Und das, finde ich, das macht No Man's Sky für mich zu einem sehr großen Teil aus. Das und ein leider viel zu kleines Inventar. So, aber ein bisschen können wir uns ja behelfen, indem wir immer wieder Technologien aufladen. Ich finde es ehrlich gesagt sehr schade, wie dieses Spiel gerade wirklich daran hinkt, dass die Erwartungshaltung so groß war. Dass man hier wirklich gedacht hat, oh, No Man's Sky, das wird ja das neue ultimative Spiel. Und es passiert ja auch immer häufiger. Auch Star Citizen wird dieses Problem haben. Wenn es dann erscheint, werden die Leute sagen, so geil ist es jetzt ja doch nicht. Ich habe ja was ganz anderes erwartet. Aber was haben denn die Leute erwartet? In der Regel irgendwie alles. Ein Querschnitt zwischen Battlefield, World of Warcraft, Skyrim, Witcher, Call of Duty, Minecraft, alles soll irgendwie mit drin sein. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schade. Deswegen bin ich mittlerweile auch so weit, dass ich mich nicht mehr so stark versuche, mit Spielen im Vorfeld auseinanderzusetzen. Denn
Als ich damals No Man's Sky gesehen habe, da sah ich einen Planeten, ich sah ein Raumschiff. Das Raumschiff konnte starten, von dem Planeten ins Weltall fliegen, auf einem anderen Planeten landen. Und das war für mich No Man's Sky und das ist es für mich auch immer noch. Für andere ist es wieder viel zu wenig. Aber ich finde, das kann man dem Spiel nicht zum Vorwurf machen, weil solange, ich finde wirklich, solange der Entwickler nicht sagt, ja, das Spiel wird so und so und dann wird es nicht so, klar, das ist dann frech. Etwas anzukündigen, was dann nicht kommt, das ist frech. Aber, naja, einfach nur, weil die Spieler sich anderes versprochen haben, der Entwickler das aber nie angekündigt hat. Viele dachten ja auch immer, dass No Man's Sky ein MMORPG wird. Das hat Hello Games ja sogar verneint. Nein, sie wollten kein MMO machen. Es war gar nicht ihr Bestreben gewesen. Es sah so aus, als hätte die Welt eine Wunde, grellrot und am Rand zerfetzt wie etwas, das einmal gelebt hatte und in Stücke gerissen wurde. Ich hätte wegbleiben sollen. Hätte ich die Luft dieses Planeten atmen können, dann hätte ich wohl einen üblen, fremdartigen Geruch wahrgenommen, aber meine Neugierde konnte ohnehin nichts bremsen. War es tot? Dort, wo ich es berührte, war die Oberfläche feucht und nachgiebig. Plötzlich schien es sich zu bewegen, als würde es sich auf einer Matte aus Wimpern langsam von mir entfernen. Ich hätte es in Ruhe lassen sollen. Aha, das Datenprotokoll des reisenden Gesundheitsmodul Theta verbessert die Gesundheit des Nutzers, sobald die Primärsysteme ausgefallen sind, wird automatisch verbraucht, wenn Lebenserhaltungsschild und Gefahrenschutzsysteme offline sind. Super praktisch, dass ich das gefunden habe, weil das bringt einem hier wirklich sehr, sehr schnell den Tod. Und jetzt haben wir hier auf diesem Planeten etwas gefunden, ohne dass wir es gesucht haben. Und hier haben wir noch eine Technologie. Kanonenscharen Theta, die Feuerrate der Photonenkanone wird erhöht, funktioniert automatisch nach dem Bau im Raumschiff-Inventar des Nutzers. Aber ich kann mir vorstellen, das ist für viele nicht so spannend. Gerade für das Let's Play ist das bestimmt alles andere als aufregend. Ah ja, Folge 400, schon wieder eine Technologie entdeckt. Hippie, Schweinebacke. Das kann ich schon nachvollziehen, dass das dann für einige nicht so spannend ist. Und definitiv, das muss man sagen, No Man's Sky ist ein Spiel zum selber spielen. Das ist nichts, was man sich bei irgendjemanden anschaut, vielleicht nur kurz, um so ein bisschen herauszufinden, ob einem das Spiel gefällt. Aber ansonsten ist No Man's Sky eher ein Spiel zum Selbstspielen. Und so mache ich das auch. Oder es lohnt sich vielleicht für Longplays, beziehungsweise es lohnt sich dafür, Talk-Videos zu machen, wo man über Themen spricht, wie ich, der jetzt eben versucht, mit euch darüber zu sprechen, dass No Man's Sky meiner Meinung nach falsch behandelt wird. Klar, No Man's Sky ist langweilig. Das ist wirklich so. No Man's Sky ist wirklich teilweise tierisch langweilig. Aber gerade das macht dieses Spiel so gut. Nicht, dass es langweilig ist. Nein, es macht es so gut, dass jetzt hier einfach diese Raumschiffe zum Beispiel aufploppen. Man sich fragt, ey, was hat es damit auf sich? Und einfach mal um diese Raumschiffe jetzt, wie ich, mal herumfliegt und guckt, ob man da irgendwas machen kann. Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich nicht. Ich schieße erstmal Asteroiden kaputt, um ein bisschen Thamium und Plutonium daraus zu ernten. Das ist eine sehr einfache Möglichkeit, an diese Rohstoffe heranzukommen. Oh, oder sogar noch Gold abzubauen, merke ich gerade. Was ich natürlich ein bisschen blöd finde, das muss ich ganz ehrlich sagen, ist der Preis, der Kaufpreis von No Man's Sky. Also mit 70 Euro ist dieses Spiel recht teuer, muss man sagen. Ich finde, 40 Euro wäre es auch noch wert gewesen. Ich meine, klar, man kann es unendlich lang spielen, praktisch gesehen. Aber, naja, man hätte trotzdem den Preis ein bisschen niedriger halten können. Und ja, die PC-Version, die ist echt für den Arsch. Wobei, ich glaube, das liegt einfach mit daran. Naja, Hello Games ist natürlich kein PC-Entwickler.
Das Spiel ist halt von Sony als Publisher und Sony wird kein Geld in eine PC-Version investieren. Die PC-Version war ja eher von den Fans so ein bisschen gewünscht, auch ein bisschen erzwungen. Und Hello Games wird halt sehr wenig Ahnung haben, was PC-Hardware angeht. Deswegen versuchen die sich ja auch gerade sehr deppert damit zu verteidigen, dass die Spieler, die die Performance kritisieren, ja gar nicht die nötige Hardware für das Spiel haben. Was natürlich Quatsch ist, weil das Spiel ja auch nachweislich auf starker Hardware immer noch ruckelt. Das alles ist ziemlich doof. Und was ist das da für ein Kristall? Auch wieder so eine Sache. Jetzt will ich herausfinden, was das hier für ein Kristall ist. In das Raumschiff kam ich nicht rein. Also versuche ich herauszufinden, was das für ein Kristall ist. Leider habe ich keine freien Plätze. Das ist recht doof. So. Aber ich glaube, in diesen Schiffen kann ich nicht landen, oder? Na gut, dann suche ich mir mal, um den nächsten Warp-Sprung zu machen, suche ich mir doch mal den Außenposten. Und die Fabrik habe ich schon begutachtet. Da war ich schon mal. Ah, guck mal da hinten. Da ist die Raumstation. Und natürlich gibt es hier noch ein paar Planeten, die ich jetzt noch abgrasen kann. Also ich muss noch nicht zwingend dieses Sonnensystem hier verlassen. Und der Soundtrack ist übrigens so unglaublich gut. Der Soundtrack ist für mich eines der besten Sachen bei No Man's Sky. Also halten wir fest, natürlich würde auch ich mich drüber freuen, wenn man jetzt hier, eine Raumstation bauen könnte. Oder auf einem Planeten seine eigene Anlage bauen könnte, auf der man immer wieder landen könnte. Natürlich würde auch ich mich drüber freuen, wenn ich hier mit Kumpels mal richtig zusammenspielen kann. Aber das alles sind jetzt keine Sachen, die ich dem Entwickler irgendwie ankreide, sondern wo ich ja sage, klar, das würde mich selbst freuen. Aber ich verstehe, dass es das erstmal nicht gibt. Vielleicht kommt das ja irgendwann noch im Patch, das weiß man ja nicht. Aber was man wirklich ankreiden kann, das ist die Performance der PC-Version, das ist der Kaufpreis. Ja, und ich finde auch, der Einstieg könnte ein bisschen leichter sein. Der ist noch ziemlich schwierig gestaltet. Das sind so Sachen, da sage ich alles klar. Das muss man sich eingestehen. Aber ansonsten finde ich, ist No Man's Sky ein sehr gelungenes Spiel. Es macht sehr viel Spaß. Ich zocke hier auf der PS4. Falls ihr es noch nicht gemerkt haben solltet, dann läuft das Spiel auch auf 60 FPS. Das ist richtig, richtig geil. Und mit diesen Worten möchte ich das Video auch eigentlich beenden. Ich finde es einfach schade, wenn wieder der Hype und die übertriebenen Erwartungen das Spiel am Ende schlecht dastehen lassen. Weil was sich irgendwelche Spieler in ihrem kleinen Kämmerlein ausdenken, kann nun mal nie und nimmer maßgebend für die Qualität eines Spiels sein. Wenn der Publisher ein Spiel ankündigt und es im Großen und Ganzen auch so veröffentlicht, wie er es angekündigt hat, gehe ich damit konform. Natürlich, wenn Versprechungen gemacht werden, die nicht eingehalten werden, das ist doof. Und das ist auch hart zu kritisieren. Aber ansonsten hier von verschenktem Potenzial oder von enttäuschten Erwartungen zu sprechen, das finde ich ein bisschen unfair auch dem Spiel gegenüber. Denn, um mal ganz ehrlich zu sein, ich habe sehr viel Spaß mit No Man's Sky. Und ich glaube auch, dass viele Spieler, die sich mit diesem eher ruhigen, sehr zeitintensiven Gameplay anfreunden können, die eben sehr lange dieses Spiel wirklich unglaublich intensiv spielen, wirklich über Monate hinweg regelmäßig zocken, die werden auch irgendwann wahrscheinlich ein Level erreichen im Spiel, wo man wirklich sagt, krass, jetzt habe ich hier eine unglaubliche Historie hinter mir gebracht. Jetzt habe ich super viele Planeten erkundet, bin in den beiden Questlines sehr gut vorangekommen, habe mir ein tolles Raumschiff gebaut. Aber das alles klappt eben erst, wenn man auch bereit ist, sich auf dieses Spiel einzulassen. Wer hier einfach nur einen Action-Shooter erwartet hat oder eine Arcade-Simulation, wobei das Spiel ja auch sehr arcadig ist, muss man ja sagen. Aber wer eben eher, naja, ihr wisst, was ich meine, etwas Schnelleres, etwas Aufregenderes erwartet hat, der wird natürlich enttäuscht sein.
aber nicht weil das Spiel schlecht ist, sondern weil es sich etwas anderes vorgestellt hat. Und damit möchte ich dieses Video sehr gerne beenden. Bedanke mich fürs Zuschauen. Ihr könnt ja eure Meinung über No Man's Sky gerne in die Kommentare schreiben. Ich freue mich drauf. Und ansonsten, vielleicht gibt's ja mal irgendwann ein kleines No Man's Sky Gameplay Video, also Longplay Video auf dem Kanal. Oder ihr schaut einfach mal in den Livestream rein. Da werde ich das Spiel auch immer mal zocken. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. BB, euer Hyuga.